Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zu der Fantasy League der Eishockey League mit den Hell Riders aus Tirol. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ihr habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen Wien am letzten Spieltag versuchen wir heute zu Hause unser Glück gegen die Linzer Black Wings. Mal schauen mal, ob mir das Glück hier geholt ist. Dann werde ich mal sagen, wir starten los und schmeißen uns aufs Eis. Das erste Spiel gegen Linz in dieser Season. Bis jetzt haben wir nur kein Spiel verloren. Unser Maxi ist im Tor. Und unser Bado ist am Bulli. So, jawohl, Bulli verlieren wir zwar, aber wir kriegen die Scheibe. Bado ist schon da. Verliert die Scheibe gegen Linz. Goldberg, Senfman, aber Abroller. Maxi lässt ihn an sich abrollen. So, der Senfman. Rock. Nicht. Schauen wir mal, wo geht's denn hier zum Tor? Bera Pico. Hier zurück zum Bera. Geht mit unserem Maxi im Moment. Jawohl. Ah, Angel. Holze. Ah, nicht. Passt. Linz war eine der stärksten Mannschaften, die wo es jetzt hier in den Let's Play sind. In der Gesamtwertung her sogar noch stärker aus wie mir. Ich hab die Mannschaft so konzipiert, dass mit den Großen, aber nicht mit dem Größten mithalten können. Gesamtwertung gleich wie Salzburg, bis sie das gemacht haben. Plattmann. Ja, Raffi, sorgt einmal für Ordnung hier. Der Raffi ist für den Plattmann da. Er muss vom Eis. Der Linzer. No
Erik verliert das Bulli. Auf ihn liegt. Auf Max. Oh, das war jetzt fast. Das ist jetzt fast. Ja, Max, super. Beweglich. So, der NHL Joe ist am Drücker. Rock auf dem Bäder. Oder zum Bäder. Jetzt schauen wir mal, wo ist hier eine freie Lücke. Wolf holt sich die Scheibe. Auch kein Erfolg. Der Goalie der Linzer Black Wings haltet seinen Kasten sauber im Moment noch. 4,6 Sekunden noch vor Schluss des ersten Drittels. Ja, hervorragende Arbeit von beiden Goalies. So mag ich spielen. Hervorragendes erstes Drittel, meine lieben Sportsfreunde, hervorragend. Gehen wir gleich weiter. Ins zweite Drittel. Bado am gewinnt es, Bulli. Jawohl, jawohl. Goldberg, holt sie die Scheibe. Und macht das 1:0 für die Hellriders. Zweites Tor in dieser Season für unseren Bill Goldberg. Und von unserer Nummer 17 folgt gleich im Anschluss das 2:0 von unserem Vico. Auch zweites Tor in dieser Season. Aber wir dürfen die Linzer nicht unterschätzen. Wir geben es nur mal im letzten Drittel Gas. Aber Linz ist eine der Mannschaft gegen die, wo sie gern spielt. Jetzt dürft ihr mich nicht fragen, warum, aber ich spiele gegen Linz am liebsten. In einer ganzen Mannschaft
Er spielt gegen Linz sein Liebsten, ich weiß aber nicht warum. Bis jetzt läuft es aber ganz gut mit der ganz normalen Standardeinstellung. Was ist los, Andi? Warum haben wir jetzt da gegeben? So, super. Kämpft um die Scheibe. Wolf, glaube ich, ist. Holz ist. Pico auf Goldberg. Wolter auf Goldberg, aber hat nicht sein sollen. Oh, Tumult vorm Tor. Ich glaube, 6 Minuten nur zum Spülen. Badora, nein. Auf Pico, Rock Hoden. Auch am Tor vorbei. Senfman. Jetzt deine Chelcho. Anschlusstreffer für Linz. Ein Max gut ausgespielt. Max denkt an nichts. So, Joe. Gut, die Scheibe gehabt. Benedikt. Angel. Unser Sheriff, der Mann mit der Hausordnung. Und jetzt ab ins letzte, entscheidende und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Hier in der Arena auf Hell, im Bezirk Kufstein. Bado. Ah, zu spät. Ah, haben wir es nicht ausgespielt. Ah, jetzt war wahrscheinlich die Bälle gekommen und ich habe es weiter gedruckt. Holze! Goldberg. Holze umspielt. Die Linzer. Nein. Schön angefangen von unserem Angel auf Goldberg.
Auf dem Hütze. Ah, der Andi schafft es auch nicht. Und jetzt hat Hammer. Abseits. Erik Berg am Bulli verliert das Bulli. Ausgleich für Linz. Jetzt wird es interessant, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt hat ist genau das, was ich befürchtet habe. Im letzten Drittel dran auf die Buschen. Max, jetzt ist zum Aufpassen. Tomanzini, der Mann von den Bozner Füchsen, muss richten. Jawohl. Maxi. Pico. Dust. Auf Rock. Unser Spielmacher. Und Linz geht in Führung. Verdammt. Nach so langer Zeit, jetzt müssen wir schauen, dass wir ausgleichen. So, Brandy, an dir nix. Gaucho, an dir nix. Ausgleichstreffer von Gaucho. Drittes Tor in dieser Season, oder? Wo ist da gestanden? Und er zieht das Ding rein in den Kasten, der Linzer. Black Wings. Heute auf Senfmann. Senfmann auf Goldberg. 3 Minuten. Gute 3 Minuten sind nur zum Spülen, meine Sportsfreunde. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir hier ein Tor da schießen. Und wer schießt das Tor? Pico auch nicht. 41,8 Sekunden. Entweder Overtime oder ein Last-Minute-Tor von meinen Jungs hier am Eis. Linz macht nur mal das Tor zum Schluss. Jetzt wird es nur brutaler. Alpine Score, scored by number 76, Juha-Pekka Huttinen,
So, unser Co-Coach hat einmal das weggenommen, unseren Goalie weggenommen. Finde die jetzt nicht so hervorragend, gell? Weil das hier uns jetzt genau zum Verhängnis werden können. Leider hat es diesmal nicht gereicht. Linz gewinnt bei uns zu Hause mit 4:3 gegen die Hellriders. Aber ich muss sagen, ein absolut geiles Spiel, meine lieben Sportsfreunde. Das ist ja Eishockey. Und genau hier bei NHL 21, genau das, was immer, wo ich sage, gefährlich ist. Das letzte Drittel. Das ist entscheidend, das ist gefährlich, da geben die meisten Mannschaften nur mal Gas. Erste Niederlage. 9 Spiele haben wir die erste Niederlage. Goldberg ist aus dritter Star bei uns drinnen mit einem Tor. Meine Jungs haben sich gut geschlagen. Der zweite Star ist der Gaucho, auch noch mit einem Tor. Normalerweise müsste der dritte Star an Linz gehen. Oder der erste Star. Aber geht an die Black Wings. Also haben wir 2 Stars, 2 Tore, 0 Assists. Traurig, aber Linz hat sich den Sieg verdient, hat gut gespielt. Und ich sage jetzt mal so, von 9 Spielen 1 verlieren ist ja gar nicht einmal so schlecht. Nächstes Spiel geht gegen die Bozner Füchse. Simulieren wir uns einmal bis zu dem Tag Fürche. Einmal die Reihen manuell bearbeiten. 74, da haben wir da mal ein Holze und ein Bardo tauschen. Das passt. Der 75er. Der Joe ist hier. Verteidigung. Haben wir ein HP hoch. Passt A. Spezial rein. Da ist so, das passt ja auch ganz gut. Das passt auch gut. Ja, das passt schon. Extras. Goldberg und Brandy. Shootout hat ja so ein Bast. So. Haben wir da. So. Ich würde sagen, das passt schon mit dir rein. So, dann schauen wir mal, wie es hier mit den Punkten ausschaut. Am Platz 1 die Hellriders. 9 Spieltage, 21 Punkte. Wir haben 5 Siege, davor haben wir 3 in der Overtime gemacht und 1 Niederlage haben wir jetzt. Gefolgt von die Black Wings aus Linz mit 1 Punkt Unterschied. Wird interessant werden. Dann kommen die Innsbrucker mit 9 Spieltagen 17 Punkten. Villach mit 9 Spieltagen 14 Punkten auf dem 4. Platz. Die Wiener Capitals mit 9 Spieltagen 13 Punkten auf dem 5. Platz. Salzburg mit 9 Spieltagen 13 Punkten auch auf dem 6. Platz.
Dann kommt der AV 19, 10 Spieltage, 13 Punkte, 7. Platz, die Südtiroler Bozner Füchsen, 9 Spieltagen, 12 Punkte, 8. Platz, also das nächste Mal spielt der Erste gegen den 8. Dann kommt der Rekordmeister aus Klagenfurt, der KAC, mit 9 Spieltagen, 11 Punkten, 9. Platz. Genauso als wir die Bulldogs, was auf dem 10. Platz sind, mit 10 Spieltagen, 11 Punkten. Und auf dem letzten Platz die Grazer mit 9 Spieltagen, 5 Punkten, auf dem 11. Platz. Okay. Scheinen sie jetzt dann eine interessante Season zu entwickeln. Schön, schön, schön. Dass wir verloren haben, war nicht schön. Aber gehört dazu. Schauen wir mal, wie es uns gegen Bozen geht. Aber das war's, meine lieben Sportsfreunde, für diese sportliche Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Hellriders aus der Fantasy League weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergiss zwar meinen Leitspruch nicht: In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.